die Mauer ein. Auch wenn da nur was Blaues ist. Ihr könnt alle mitkommen. Vielen Dank. Ist das jetzt eine blaue oder eine lila? Ne, es ist eine blaue Blume. Braucht kein Mensch. Gut. Schnapper haben wir auch schon zuhauf. Da wollte ich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, es ist auch nur eine blaue. Ja, es ist auch eher blau als lila. Also, nichts Interessantes für uns hier. Nichts zu holen. Okay. Hier kommen wir nur noch mit blauen Pikmin durch. Hä, das kann doch nicht sein. Da hinten war doch Gift. Ja, da muss ich mal ein bisschen Risiko walten lassen. Kommt mal her. Und schön an der Wand entlang. So, perfekt. Aber dieses Risiko möchte ich nicht doppelt eingehen. Nein, du sollst das eben nicht abtransportieren. So. Abtransportieren darf das hier so ein blaues Pikmin. Ja, von mir aus auch. 25 blaue Pikmin. Zack. Ach, eins reicht. Und dann hatten wir hier hinten ja noch den anderen Schatz. Genau. Haha, habe ich nicht genug blaue Pikmin dafür? Doch. Und zwar habe ich jetzt gerade nur blau in meinem Team. Gut. Ihr dürft das da abtransportieren. Und ihr zwei dürft dann schon mal die Mauer einreißen. Nachdem wir die schöne Animation hier gesehen haben. Wir haben einen Blattokopter mit 20 Münzen an Wert. Sehr gut. Und dann reißen wir mal hier die Mauer ein. Die Mauer muss weg. So, ihr dürft mithelfen. Ihr seid ja eh schon hier an der gefährlichsten Stelle vorbei. Einmal schön hier an der Wand entlang. Genau so. Und schön drauf auf die Mauer. Oh, da ist sogar ein gelbes Pikmin dabei. Cool. Und ich glaube, anders kommt man in der Tat nicht hier hin. Das heißt, ich muss mir jetzt meine blauen Pikmin zurückholen. Ihr bleibt alle hier. Danke. Um dann nach unten zu kommen. So, der Denon-Becher. Same great taste. Ist ein Creme-Pool und ist 30 Münzen wert. Nicht so viel. Aber immerhin. So viel brauchen wir nicht mehr. So, das war's dann jetzt auch endlich an Schätzen in diesem Sublevel. Na, den Kopf brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, können wir mal hier die Gelben mit beauftragen und die Lilanen. Denn ihr habt ja hier eh nichts mehr zu tun. So, bringt das weg. Solange es nicht durch Wasser tragt, ist alles in Ordnung. Wie dumm kann man eigentlich sein? Man weiß, dass man Wasser nicht verträgt und... Ach, ist schon weg. Ja, dann lassen wir das einfach mal. Wir wollen tiefer vordringen und gehen in Sublevel 7. Und wenn ich mich recht erinnere, werden wir da den Boss vor uns haben. Das Spiel wurde gespeichert. Schnappers Nest Sublevel 7. Und letzter Level. Wow. Gut. Erstmal in Sicherheit bringen. So, hier so. Zack. Ich würde gerne mit den Lilanen kämpfen. Auch wenn ich jetzt Rote gebrauchen könnte. Für den Kampf. Wir haben eine Weiterentwicklung von Schnapper. Hm, schade, er war gerade gestuckt. Wäre gar nicht so verkehrt gewesen, ihn jetzt anzugreifen. Okay. Das war einfach Prävention. Ich habe ihn gerade mal versteinert. Höchst beeindruckend. Diese wilde Bestie ist urplötzlich zu Stein erstarrt. Das Ultra-Bitter-Spray scheint eine Nebenwirkung zu haben, die Bestien erstarren lässt. So, und dann gehen wir mal auf ihn drauf. Wow.
Dahin. Oh nein, 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 nein. Ach, dann muss man ihn eigentlich direkt angreifen, wenn er sowas tut. Okay. So. Kommt alle mit. Ins Gesicht, komm. Ins Gesicht. Was mache ich denn genau falsch jetzt hier? Nicht an den scheiß Krähenfuß. Ins Gesicht. Ihr sollt im Gesicht stecken bleiben, Mann. Also irgendwie kriege ich das nicht hin, dem Typen ins Gesicht zu werfen. So, jetzt aber. Schön gestuckt. Wow. Aber viel Schaden hat er nicht mehr gekriegt. Und er stuckt schon hier. Kommt, macht ihn fertig. Oh, was? Das hat ja gar nichts geschadet hier. Oh nein, 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 nein. Warum frisst du die? Das bringt gar nichts. Mann! Komm, mach ihn fertig. Ah, die Hälfte hat er noch. Oh, und jetzt weg. Ich werf nur unter sein Gesicht. Warum? Komm, hau ab. Machen wir halt die lame Taktik. Immer wenn er stuckt, schön drauf. So. Dann kann er nämlich auch nicht zuschnappen. Dauert halt einfach länger. Oh nein, 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 nein. Komm her. Und schnell weg. Genau. So. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Geh doch weg. Danke. So. Alle Mann drauf. Und wieder gestuckt. Super. Jetzt aber. Ja. Macht ihn fertig. Oh nein. Wie viel hat er noch? 1%? 2%? Irgendwie sowas? Das erinnert mich an meine WoW-Zeit, wo man öfters mal so schöne 1-2%-Wipes hatte. Der Boss war fast tot und dann hat man einfach grandios verkackt. So. Geschafft. Sie haben es geschafft. Dieses Vogelmonster stellt keine Bedrohung mehr dar. Verarbeitung läuft wie erstaunlich. Was mag dies für ein beeindruckendes mechanisches Meisterwerk sein? Ja, schauen wir uns an. Ich weiß es schon. Wir transportieren das Ganze mal in unsere Basis. Zack, zack. Immer schön rein damit. Plopp. Sieht aus wie so ein Mac. Legierung des Rechts. Britzt. Analyse nicht möglich. Ein Metall von solcher Dichte trotz den Grundgesetzen der Physik. Und doch, wenn ich damit den gehegten Raumanzug unseres Präsidenten bearbeite, Verarbeitung abgeschlossen. Fertigung des Metallanzugs Z ist hiermit erfolgt. Dieser Anzug ist extrem haltbar. Sollten Sie nun gekaut werden oder ein großes Leben tritt auf Sie, so können Sie dies mit nur minimalem Schmerz überstehen. Ja, wir kriegen jetzt nur noch die Hälfte an Schaden. Praktisch.
absolut praktisch. So. Einmal Nektar. Sauft mit. Vielen Dank. Mehr Blumen für alle. So, das können wir aufmachen. Schätze gibt es hier nicht mehr, aber wer weiß, vielleicht finden wir noch ein Ultra-Bitter-Spray oder so. Davon haben wir ja gerade eben eins verschwendet. Hat nicht so wirklich viel gebracht. Flop. Oh, mehr Nektar. Sauft euch alle Zot. Genau. Zot vor allem. Yo! Na, dann haben wir hier noch so eine Blume, die alles kann. Die wir jetzt einfach mal nicht verwenden werden. Denn ich denke, meine Pikmin-Population ist recht ausgeglichen. Hier haben wir noch so ein Ding. Wir legen es einfach mal frei. Ich glaube, wenn wir nochmal in die Höhle gehen, sind die Barrieren dann schon weg. Glaube ich. Weiß ich nicht. Glaube ich aber. Jo. Noch ein Pikmin ohne Blume. Sehr schön. Steht gar nicht im Weg rum oder so. Hier haben wir noch ein Ei. Da kommen jetzt bestimmt Spinnen raus. Nein, doch nicht. Kommt, holt euch den Nektar. So. Dankeschön. Jetzt haben wir auch komplett nur noch Blumen. Machen wir das letzte Tor noch auf. Was haben wir hier hinter? Lilan brauchen wir wieder ewig. Und noch ein Ei. Was kann das Ei? Oh, Nektar, den keiner mehr braucht. Der wird nicht mal mehr angefasst. Gut. Schließen wir Schnappers Nest ab. Und gehen zurück zur Oberfläche. Wusch. Geborgene Schätze. Eine ganze Menge. 15 Stück. 1351 Dollar. Höhle erforscht. Und wir haben 24 Pikmin verloren. Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar geklappt. Speichern wir das Ganze ab. Das Spiel wurde gespeichert. Und wir sind zurück im Wald des Erwachens. Flop! Welche Tageszeit hatten wir eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ah, wir haben Minder am Tag. 60% der Schuld sind beglichen. So. Wir haben alle Höhlen. Und wir haben alle Schätze. Was wir jetzt noch machen. Wir schicken erstmal die weißen Pikmin nach Hause. 39, okay. Und die lilanen Pikmin nach Hause. 24, ist nicht so okay. Die gehen in den Auspuff rein, auch nicht schlecht. So. Und jetzt populieren wir noch ein bisschen. Und zwar die gelben haben 79. Ich muss mal gerade nachschauen. Und von den blauen haben wir 81. An sich alles eine super Zahl, auf jeden Fall. Von den roten haben wir mehr als genug. Ich würde sagen, wir populieren ein wenig die blauen. Dass wir so auf 100 blaue kommen. Wer weiß, ob uns die noch mal nützlich werden könnten. Wie gesagt, Schätze haben wir ja eh alle. Das heißt, wir können diesen Tag jetzt hier noch eben ein bisschen verwasten. Abtransportieren, bitte. Ah, nee, den dürft ihr schon mitnehmen. So, vielen Dank. Haben wir hier nicht noch irgendwo die schönen Fünferblumen oder so? Nö, nicht wirklich. Gut, wir können dann auch noch hier so ein bisschen Saft produzieren. Dieses Ultra-Motivationsspray ist auch nie verkehrt. Ist ja auch gleich vorbei, der Tag. So holen wir wenigstens noch ein bisschen was raus. Könnt ihr mal bitte die Beeren da runterholen? Mitnehmen, danke. Oh, wie lange das dauert. Die Blauen haben ja überhaupt keine Kampfkraft. Naja, dafür haben wir ja die Roten und die Lilanen Pikmin.
Wobei die Roten da ja doppelt gut sind. Die können Feuer widerstehen. Und gut kämpfen. Klar, diese eine Beere bleibt natürlich da oben liegen. So, die wird auch gleich abtransportiert. Wunderbar.